Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part haben wir die erste Prüfung, die Prüfung des Kindes, abgeschlossen. Und ja, wir haben erstmal einen Stein des Lebens erhalten als Beweis für unsere Stärke. Haben außerdem 250 Rubine. Wir haben da so einen komischen Deku-Kerl getroffen, der hat 200 Rubine droppen lassen. Alter Falter, war das geil. Sehr, sehr schön. Haben immer noch 250 Rubine über. Im letzten Part haben wir schon mal den Hammer gekauft. Und ja, theoretisch können wir jetzt in die nächste Prüfung rein. Ich würde aber auf jeden Fall gerne noch mein Geld ausgeben. Würde mich hier nochmal in dem Stronghold, also in der Festung, komplett umsehen. Und einfach mal gucken, was wir noch so machen können. Außerdem würde ich mal gucken, denn wir brauchen halt bestimmte Voraussetzungen, um in den nächsten... um in die nächste Prüfung zu kommen. Und ich glaube, er macht die nächste Prüfung hier, ne? Gratulation, dass du die Kindprüfung gemeistert hast. Sehr gut. Das nächste ist ein bisschen schwerer. Das ist die Erwachsenenprüfung. Und die hat 50 Flure, also Bereiche, ne? 50 Ebenen. Das wird schon richtig hart werden. Und... ja, du brauchst auf jeden Fall bestimmte Items für dein Abenteuer. Und für dieses Abenteurer brauchen wir den Clown-Shot. Also sprich den Kettenbumerang oder ne, Fanghaken. Und die Iron Boots. Okay, Iron Boots haben wir ja schon. Gott sei Dank. Finde ich gut. Und ja, ansonsten macht er uns quasi hier die Tür nicht auf. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch den... Clown-Shot kaufen. Ja. Achso. Und da oben haben wir den anderen Typen. Den zeige ich euch auch gleich nochmal. Wir schauen uns auch in dieser Folge mal ordentlich hier das Stronghold an und gucken mal, was man hier alles machen kann. So. Den Typen, den kennt man ja. Also, ja, kennt man nicht unbedingt. Das ist der Typ aus... also ich persönlich kenne ihn nur aus Super Mario Sunshine. Ich weiß nicht, ob es den noch in anderen Games gibt. Der macht immer mit einem so ein Wettrennen. Und mit dem können wir jetzt halt reden und könnten nochmal die Prüfung des Kindes machen und müssen die, glaube ich, in 10 Minuten oder so schaffen oder in 8, irgendwie sowas. Und dann bekommt man von dem eine Flasche. So. By the way, ab jetzt ist das Game für mich blind. Also... jetzt wird es auch nochmal für mich eine Ecke schwerer, denn ich kenne die Ebenen nicht mehr. Das bedeutet, ich werde öfter mal überrascht werden. Das ist auf jeden Fall ein Fazit. Und wird mir vielleicht auch das ein oder andere Mal teuer zu stehen bekommen. Und ich bekomme einfach mal auf einem bestimmten Floor richtig aufs Maul. Ist einfach so. Und wenn da noch eine Strafe triggert, dann geht's halt richtig los. So, da haben wir auch Pikachu und Mario. Was ist das hier? Das kann ich nicht so richtig erkennen, was das darstellen soll. I don't know. So, wir kaufen uns auf jeden Fall erstmal den Clawshot. Warum kann man sich den Hammer denn nochmal kaufen? So, damit haben wir nämlich erstmal alle Items, die wir brauchen, um die nächste Ebene zu betreten. Wir könnten uns jetzt alternativ noch den Bogen kaufen. Die Bombentasche. Ich glaube, den Bogen nehme ich mit. Ich glaube, den Bogen nehme ich auf jeden Fall mit. Bombentasche weiß ich nicht. Wir haben jetzt halt den Hammer schon. Der macht halt auch viel, was Bomben machen. Aber den Bogen nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Haben wir noch 150 Rubine und ich hätte gesagt, den Rest investiere ich in Leben. Ich glaube, das ist so an sich ganz smart. Ja. Das hier ist auch nochmal eine krasse Sache. Das Pinwheel. Das ist halt echt cool, weil du kannst das... fast Dauerspam und rennst halt jedes Mal schneller. Das ist ein cooles Gerät. Weiß nicht, wollen wir das so ausrüsten? Ach komm. Das nehme ich auch noch mit. Was soll der Geiz? Möchte ich euch nämlich unbedingt mal zeigen.
Ist der Clawshot? Den gucke ich mir auch mal kurz an. Ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Vielleicht gibt es später noch eine längere Version davon. So. Pass auf. Dann mache ich einfach den und dann laufen wir schneller. Und das kannst du halt so gefühlt... Es hat eine Sekunde Abklingzeit und dann läufst du halt schneller. Ist gerade für dieses Zeitrennen, was wir dann später machen werden, super wichtig, denke ich. Und ich denke mal, das werden wir zeitnah tun. So, jetzt auf jeden Fall Hard Container. 50 Rubine kostet jetzt einer. Dann nehmen wir auf jeden Fall einen mit. Und wie viel kostet der nächste? Auch nochmal 50, dann nehmen wir nochmal einen mit. Guck mal, jetzt sind wir schon eine richtige krasse Ecke stärker. Wir haben viele neue Items. Wahnsinn. Schön. Gut, ich sag mal, die Ecke von dem Stronghold kennen wir jetzt schon. Was sagt er hier so? Bist du neu hier? Viele von uns haben hier gelebt für viele Jahre. Viele von uns sind halt geflohen wegen Ganondorfs Attacke. Und das war vor vielen Jahren. Die Festung hier wird geschützt von Göttin Hylia und... Wenn wir sterben, kommen wir back zum Leben. Kommen wir zurück zum Leben. Was? Once you leave the sanctity of these walls and venture off back into the lost woods just outside. Keine Ahnung, das könnt ihr mir ja nochmal sagen, was das war. Ich weiß auf jeden Fall, hier draußen gibt es auch nochmal ein bisschen Sachen zu tun. Denn hier oben gibt es auch nochmal so einen Eingang. Ich glaube, das ist aber auch eher für später. Ah, und hier brauche ich auch Bomben. Okay, hier muss ich erst was wegsprengen. War ich halt auch noch nicht drin, keine Ahnung, was da ist. Das ist auch nur sowas, was ich mir halt mal angeschaut hatte, als ich hier offscreen gespielt habe. So, ich habe mal eine Frage. Wenn wir jetzt zurückgehen... Kommen wir jetzt wieder in den Bereich, wo die Schatzkiste ist? Ja. Ich denke mal nicht, dass ich mit den Enterhaken dahin komme. Aber... Ich habe mir überlegt... Weil ich glaube, Enterhaken ist zu weit. Der war jetzt wirklich sehr, sehr kurz. Also Clawshot ist ja ein bisschen anders, als wir es kennen. Ja, ist wesentlich zu kurz. Ich denke halt, wir... Können uns ja die Schwebeschuhe kaufen, ne? Was ist denn, wenn man das vielleicht in der Kombination Schwebeschuhe und das hier macht? Vielleicht kommt man dann darüber. Könnte ich mir vorstellen. Müssen wir mal probieren. Ich bin nämlich sehr gespannt, was da in der Schatzkiste drin ist. Ja, also diese Folge wird jetzt wahrscheinlich eher so ein bisschen Erkundung und was kann man so machen und mit den Leuten quatschen so ein bisschen. Ich denke mal, im nächsten Part werden wir dann in die neue Prüfung reingehen. Machen mal so einen ersten Blick rein. Und dann werden wir da oben auf jeden Fall das Rennen gegen den Typen machen. Sowas mit dir, du hast was Neues für uns. Nyla is back. You can even see her from here. She's up overlooking the pool. Sie ist oft im Garten... Don't know why. Okay. Also, sie ist über dem Pool. Da ist eine neue... Und sie hat irgendwie einen Garten. Normalerweise ist sie auf dem Garten. I don't know. Da ist sie da drüben vielleicht, ja? Ihr habt doch gerade gesehen, die Wache hat jetzt auch ein Ausrufezeichen über den Kopf. Das heißt, mit der können wir jetzt auch quatschen. Ich versuche nicht zu denken... Okay, die vermisst Hyrule. Ich möchte es gern wieder... Him. Okay, sie vermisst jemanden bestimmten. Also wahrscheinlich hat sie in Hyrule irgendjemanden gehabt. I've been trying to move on where this guy here that has caught my eye, but I don't think I have the courage... Also sie hat irgendwie nicht den Mut. Vielleicht geht es doch um jemanden, der hier lebt.
Sie hat irgendwie nicht den Mut, jemanden anzusprechen mit irgendwelchen Augen. Wie gesagt, Leute, mein Englisch ist grottig. Wenn ich mir da nicht viel Zeit nehme, verstehe ich da nicht viel. Aber wie gesagt, ihr könnt mir da ja immer mal Kommentare schreiben und sagen, wie da so der Stand der Dinge ist. So, wir gehen mal hier rein und gucken mal, wer der Typ ist. Wer bist du? Du hast einen krassen Ausdruck für einen jungen Mann. Link, lass mich nachdenken. Nö, ich kann nicht sagen, dass ich jemals von dem Namen gehört hätte. Ich habe eine Frage. Did you mind doing a crate? Würdest du mir einen Gefallen tun, aber es ist gefährlich. Ich frag nur, weil du ein Schwert hast. Hast du von den verlorenen Seelen in den Katakomben gehört? Okay, das könnte vielleicht sogar das sein, was da draußen ist. Ich habe gehört, die Location befindet sich irgendwo. Aber die wird halt bei der kraftvollen, gefährlichen Sache. Identity? I don't know. Von irgendwas krassem beschützt? Ich bin auf jeden Fall sehr interessiert daran. Würdest du in die Katakomben gehen? Investigate. It's located somewhere outside the entrance to the stronghold. Es ist irgendwo draußen, auf jeden Fall von dem Stronghold, ja, ist draußen halt, ne? Das wird wahrscheinlich das sein, wo wir eben waren, wo wir was bomben müssen. Danke. Wow. Also der will irgendeine starke Seele haben, die da drinnen schlummert. Oder irgendwelche Seelen. Der scheint auf jeden Fall irgendwelche Forschungen zu betreiben, wie mir scheint. So, hier ist übrigens der Hai aus dem Labor gelandet. Ich werde gerade ein bisschen heißer, merke ich. Ich habe jetzt schon 3 Folgen aufgenommen, das ist die 4. Folge. Dementsprechend, meine Stimme wird langsam heiser und versagt. Aber man muss sich hier auch mal ein bisschen umgucken, ne? Man muss ja auch mal mit den Leuten quatschen und ein bisschen verstehen, auch wenn mein Englisch nicht gut ist, aber wir versuchen unser Bestes. Gehört ja auch dazu. Ihr wollt ja sicherlich auch ein bisschen Hintergrundstory und so. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal hier hoch. Und dann können wir nochmal drüben in den anderen Bereich mit Tingle reden und so. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast wieder durch. So, okay. Der Balkon. Ja, Wahnsinn. Hier sind Gorone. Hallo? Fehler. Wie lange noch? Ja, da sagt er viel. Okay. Oh, cool, guck mal. Der hat hier Glücksfragmente auf dem Rücken. Hey, cool. Einfach von Minish Cap noch was eingefügt. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Ich war ja auch schon mal offscreen rumgerannt und so, aber das ist mir noch nicht aufgefallen. So, und der Potpourri Potion. Ja, hier fehlt auch noch einer. I'm out, come back later. Ja. Also, da müssen wir auch irgendwie später wiederkommen, wenn wir stärker geworden sind und bestimmte Dinge erfüllt haben. Okay. Schauen wir uns noch den Rest des Schlosses an. Wie gesagt, das ist jetzt mal so ein bisschen Erkundung und so weiter und so fort. Im nächsten Part geht es dann wieder richtig weiter. So. Ja, dann haben wir ja jetzt fast alles erkundet, außer hier die Ecke. Hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht drin. Genau. Ja, das ist übrigens hier die Ecke. Ah, das habe ich euch halt nicht gezeigt. Das ärgert mich gerade ein bisschen, weil der Typ hat ja gesagt, da ist jemand gestorben. Oder der hat geschlafen. Der hat hier geschlafen, als ob er tot wäre. I don't know. Auf jeden Fall lag der hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der gestorben ist oder ob der einfach nur geschlafen hat, als ob er tot wäre. Das könnte halt beides sein. Naja. Ja, der schläft halt, ne? Don't want to work. Ja, okay. Der möchte nicht arbeiten. So, was hat denn der da?
Was steht da? Raw Matter. Ist das ein Game? Kennt das jemand von euch? Okay. Please be quiet when people are sleeping. Don't be rude. Okay. Wir sollen ruhig sein, wenn die Leute schlafen. Ansonsten ist hier auch nicht viel los. Wir sollten auf jeden Fall öfter mal hier rumlaufen und einfach gucken, ob sich irgendwas verändert, wenn wir bestimmte Ereignisse getriggert haben. Wie gesagt, normalerweise lag da halt noch einer. Es kann aber sein, dass der das vielleicht aus dem Shop war und der jetzt einfach da steht. I don't know. Lass mir dir etwas Interessantes sagen. I discovered that Shiba has lived for more than 3000 years. Crazy, right? Also ich habe gehört, dass Shiba vor 3000 Jahren gelebt hat. Keiner weiß was genaueres über ihn. Viele Leute sagen, er hat Hylia. Achso, er wurde bei Hylia von Hylia erschaffen. Und andere denken, er ist ein Wanderer wie wir. Luredo would know better when anyone else, but it's hard to get him to wake up. Okay, der da drinne weiß wohl mehr darüber, der da gerade am Schlafen ist, aber wir können ihn nicht aufwecken. Okay, alles klar. Das ist, was er sagt. Have you ever heard of the Pirates of the Woods? Hast du schon mal von den Piraten der Wälder gehört? Ein Mann mit dem Namen Hatch ist ihr Captain. The Pirates of the Woods are known for their strange, and while it may be true, it is accepted that most mean Hatch when they say it. I don't know. The Pirates of the Woods are known for their... Sind bekannt für ihre Stärke? Und man... Keine Ahnung, der Haupttyp ist Hatch. Okay. Die Piraten haben auch hier das Stronghold angegriffen. Und Shiba hat sie zurückgeschlagen. Und der Captain Hatch konnte seinen Augen nicht trauen. Okay, Leute, ich glaube, das müsst ihr mir nochmal übersetzen oder ich übersetze es mir selber. In the end, it was Shiba that was able to best Hatch pushing back where onslaught and destroying whatever little was left on them. Also Shiba hat ihn auf jeden Fall krass zerlegt und zurückgeschlagen. Replikas? They say Shiba took Hatch's weaponry from herself. Okay, Hatch hatte wahrscheinlich eine krasse Waffe und die... Hier werden jetzt irgendwie Replikate in der Festung verkauft. Das ist das, was ich jetzt so rausgehört habe. Also Piraten haben angegriffen, Shiba hat gegen ihn gekämpft, hat ihn zurückgeschlagen. Die Waffen sind irgendwie jetzt auch hier in der Festung und da werden jetzt irgendwie Kopien verkauft, ne? Das ist so das, was ich jetzt verstanden habe. Ich hoffe, das ist richtig. Ah, hallo Friend. Oh, du siehst so lustig aus. Oh, so fancy meeting you here. Es ist verrückt, dich hier zu treffen. Wie findest du meine Kleidung? Ein magischer Mann hat meine Kleidung verzaubert oder so. Now I only had a fairy to match. Ich habe gesehen, du hast eine Fee. Super. How you jealous? I am jealous? Eifersüchtig? I don't know. My dream is to one day have a fairy as well. Ja, er möchte auch mal eine Fee haben. Oder er möchte eine Fee werden eigentlich, ne? Would you give me your fee? Nein, wir geben dir nicht unsere Fee. Fine, when but one day Tingle will be able to call himself a true forest fairy. Hooray! Okay. Er will eine Fee werden, wie man es kennt. Gut, und ich glaube, das hier ist auch noch ein Trial, richtig? Okay, die Abyssal Arena. A place where monsters come and you trolls wave after wave. Ah, okay. Also das ist quasi das, wo wir verschiedene Wellen an Monstern aushalten müssen. Bis wir wahrscheinlich sterben.
Okay, da, du hast irgendwie so eine Feuerwand und wir müssen ein bestimmtes Limit erreichen. Dann gehen die Feuerwände runter. That you need to start over from the beginning the next time you attempt. Okay, und dann müssen wir irgendwie wieder von vorne beginnen. Also ähnlich wie das andere eben auch, ne? Und wir brauchen Bomben und Pfeile aber, um hier reinzukommen. Und es ist sehr gefährlich. Take down the Grimstalker. If you were to take down the Grimstalker who imprisons souls in the catacombs, that would enough to show your worth as a fighter. Okay, also wir müssen den Grimstalker besiegen, der in den Katakomben ist, ja? Wenn wir den besiegt haben, dann können wir da rein. Also das ist quasi der Beweis, dass wir dann stark genug sind. Ja, und hier kannst du halt gegen Bosse kämpfen. Das ist so ein Boss-Rush irgendwie. Aber die Bosse sind richtig hart. Da werden wir später erst reingehen. Und dann haben wir Hayas Garten noch. Okay. I seem brave, but can you fight? Du siehst krass aus, aber kannst du kämpfen? You see, with your Master Sword, you can deal damage to enemies. Ja. Okay, also die gibt mir Tipps zum Kämpfen, ne? Also. Where also the Razor Longsword available in the shop? This one is expensive, but it's worth buying. It deals twice the damage of the Master Sword. Just imagine the damage if you perform a jump slash. Ah ja. The only drawback is that you can't use your shield for defense. You must become affluent with your swords to overcome your enemies. Come back to me once you go. You master your sword. Good luck. Ja, also es gibt da. Die gibt. Hat mir jetzt einen Tipp gegeben, wie ich anvisieren kann und so. Und es gibt das Razor Sword zu kaufen, aber das ist halt teuer. Ne? Hat ja 10.000 Rubine gekostet, klar, können wir uns nicht leisten. Und macht halt doppelten Schaden, ist halt ein Zweihänder. Das ist halt das, was sie jetzt gesagt hat. Genau, okay. Grüße. Watch and make sure things run smoothly around here. Ich gucke hier, dass alles glatt läuft. Be honest with you, Kid. I don't like Bjorn Asoldier. I never been the fighting type. I don't think I'm quite right for this. I always wanted to hang up my spear and settle down, start a family. I don't know how possible that is here, but a man can dream. Just between you and me, I become was er infatuated with Nyla. Ist Nyla nicht die, die oben steht auf dem Balkon? Ist das vielleicht der Typ? Müssen die vielleicht zusammen reden? I know she never feel the same way about me. Okay, vielleicht müssen die wirklich miteinander reden. Aha, wir haben hier eine Story am Laufen. Also, er ist hier so ein bisschen Wache, er guckt, dass alles glatt läuft und er ist eigentlich gar nicht der Kämpfertyp und möchte vielleicht aber eine Familie hier gründen, weiß aber nicht, ob das glatt läuft, ob das funktioniert hier im Stronghold und diese Nyla scheint ihm ja ein bisschen was angetan zu haben. Ja, und hier können wir Bogenschießen machen später. Später halt. Ja. Gut, Leute, wir haben uns jetzt auch fast alles angeguckt. Hier gibt es jetzt noch eine Schmiede. Da ist aber auch noch keiner drinne. Also scheinbar kann man sein Schwert später noch upgraden. Ist halt auch richtig geiles. Schmiede halt, ne? So geil. Ich bin echt gespannt, was hier noch alles passieren wird, Leute. Wie gesagt, es ist jetzt für mich auch blind. Ich bin wirklich sehr gespannt, was hier noch passieren wird. Es wird super. Ich freue mich. So, damit haben wir uns alles angeguckt. Und Stück für Stück, je weiter wir vordringen, wird es halt mehr werden. Und ja, das war jetzt mal so ein bisschen ein Part, wo wir uns ein bisschen umsehen und mit den Leuten sprechen. Ich habe euch mal alles gezeigt und ja, hoffe damit seid ihr auch zufrieden. Hier ist auch noch eine Tür, keine Ahnung, wo es dahin geht. Ich hoffe, eines Tages finden wir das noch heraus. Und ja, ihr könnt mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich das alles so richtig übersetzt habe. Wie gesagt, mein Englisch ist da wirklich nicht das Beste. Ich freue mich, wenn eines Tages vielleicht das Game hier auch nochmal auf Deutsch rauskommt. Das wäre super. Dann zocken wir das auf jeden Fall nochmal. Das würde mich freuen. Gut, Leute, das war es aber auf jeden Fall mit dieser Folge. Ich würde sagen, im nächsten Part
Geh mal in die neue Prüfung. Die Prüfung des Erwachsenen. Wir haben nämlich alles, was wir dafür brauchen. Und wir schnuppern mal rein. Werden wahrscheinlich sterben, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn wir gestorben sind, dann können wir ja mal das, ja, den Trial von dem Kind nochmal machen, auf Zeit. Und können da uns von ihm eine Flasche organisieren, wenn wir das in der richtigen Zeit schaffen. Gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Ultimate Trial. Ciao!